Viele Jahre ist es her, dass die PlayStation 4 erschienen ist im deutschen Markt, auch weltweit. Und seitdem gibt es viele Systemstabilisierungen, Systemupdates und so weiter und so fort. Neue Spiele etc. etc. Immer wieder PlayStation Plus Angebote, immer verschiedene und so weiter und so fort. Aber es gibt auch eine dunkle Seite der PlayStation 4 und das ist das Betriebssystem. PlayStation Plus, PlayStation Network etc. und so weiter und so fort. Alles drum herum, was alles die PlayStation zu bieten hat oder ja, was die PlayStation 4 mit sich bringt. Und ich habe gerade eben mit PlayStation, also Sony Entertainment Network telefoniert und wollte sie eigentlich eine Frage und eine Rede und Antwort stellen. Leider wollen sie das nicht, also ich darf da leider keine Tonaufnahme geben. Sie haben mir aber dafür eine andere Möglichkeit gegeben. Ich darf die ganzen Fragen per E-Mail zu Ihnen schicken und hoffen, dass Sie auch alle beantworten. Aber ich habe hier, wie gesagt, einen großen Zettel von mir. Okay, groß ist er nicht, aber der ist vollgepackt mit haufenweise Fragen. Aber es ist ja nicht das, was ich nur fragen möchte, sondern ihr seid auch noch am Start. Ich bin nicht allein. Also, alle Zuschauer, alle Abonnenten, ihr dürft jetzt gerne eure Fragen unter dem Video als Kommentar hinzufügen, die ich dann in meine E-Mail dazu lege, um sie abzuschicken. Also, Fragen etc., wenn ihr welche gewisse Fragen habt, was PlayStation System angeht, also wie gesagt, wie zum Beispiel Speicher oder so, oder Fragen zum PlayStation Network, wo ihr einfach unklar seid, was in den Foren einfach nicht auffindbar ist und somit halt auch Fragen rund um die PlayStation 4 betrifft. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eine Frage, zum Beispiel, warum gibt es Probleme mit der Speicherkapazität, wenn man ein Spiel runterladen möchte, dass man wieder mehr frei machen muss, wie das Spiel eigentlich überhaupt ist. Oder zum Beispiel von einem guten Kollegen, er möchte gerne ein Spiel aufnehmen über den Dings-Aufnahme-Button, aber im Spiel läuft dann kein Ton und somit macht das dann auch keinen Sinn, davon ein Let's Play oder Video oder ein Commentary-Video darüber zu machen, etc. etc. Wie gesagt, ich habe auch noch mehr Fragen, was Free-to-Play-Titel angeht, was PlayStation Plus Angebote angeht, was der Unterschied zwischen Europa, Österreich, ich weiß, Österreich gehört auch zu Europa, aber die haben ja wieder andere PlayStation Plus Angebote oder PlayStation Angebote allgemein in dem PlayStation Network und Asien oder Amerika. Das sind halt alle solche Fragen, die mir ein bisschen unklar sind, warum das alles so Unterschiede sind, aber es ist ja nicht nur diese Frage, sondern ich habe noch viel mehr. Und die ganzen Fragen würde ich gerne mal einfach mal, hey, hier, schmeiß mal einfach mal Sony Entertainment als E-Mail hin und mal schauen, was passiert. Und ihr dürft eure Fragen dazufügen, also ich werde die dazufügen. Ihr schreibt sie unten in die Kommentare rein, rund um die PlayStation 4, ob es Betriebssystem ist oder PlayStation Network. Ihr dürft gerne auch mit dabei sein, ihr dürft eure Fragen auch mit dazufügen. Wenn ich die E-Mail abschicke und wieder zurückkomme, werde ich hier Fragen dann alle aussortieren und dann werde ich diese Person dann, die die Frage gestellt hat, eine Antwort geben, falls das es dazu kommen sollte. Das ist ja eine gute Frage, ob sie darauf antworten. Und naja, wie gesagt, im Endeffekt geht es darum, schreibt eure Fragen, was für PlayStation betrifft, Probleme etc. etc. Ich würde mich freuen, wenn ihr genug Content unten reinschreiben tut, dass ich genug in die E-Mail reinschicken kann. Und das war's eigentlich. Es geht nur darum, ihr dürft jetzt mitwirken, ihr dürft eure Fragen mit dazustellen in meine E-Mail. Und ja, schreibt schön und würde mich freuen. Auf jeden Fall. Das war's, euer Christian Angel.